Herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Leser der Nachdenkseiten, zu unserem Videopodcast. Der Videopodcast steht unter dem Motto Leserfragen, die Nachdenkseiten antworten. Das heißt, Sie schreiben uns, der Redaktion der Nachdenkseiten, Fragen und wir versuchen die dann auch im Rahmen dieses Videopodcasts für Sie zu beantworten. In dieser Folge geht es um eine brandaktuelle Frage zum Thema Griechenland. Unsere Leserin S.P. schreibt uns Folgendes. Liebes Team der Nachdenkseiten, immer wieder liest man, dass Deutschland im Falle einer Pleite Griechenlands 60 oder gar 70 Milliarden Euro verlieren würde. Stimmt das eigentlich? Ich wundere mich schon, da dies immer nur im Kleingedruckten steht und darüber keine echte Debatte stattfindet. Vielleicht könnten die Nachdenkseiten dieser Sache mal auf den Grund gehen. Ja, unsere Leserin hat da mit ihren Vermutungen schon recht. Es ist natürlich erstaunlich, gerade in der Vergangenheit hat sich unsere Presse ja nicht eben durch Zurückhaltung oder durch Empathie gegenüber Griechenland ausgezeichnet. Also eigentlich sollte man da doch erwarten, wenn jetzt die gigantische Summe von 60 Milliarden oder gar 70 Milliarden im Raum steht, die der deutsche Steuerzahler ganz real verlieren könnte, dass dann eine wahre Pressekampagne gegen Griechenland angestoßen wird. Das ist erstaunlicherweise nicht der Fall. Dennoch sind diese Zahlen jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Was auf den ersten Moment jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend erscheint, gibt durchaus Sinn, wenn man sich mal die Hintergründe betrachtet. Also der wichtigste Hintergrund ist erstmal ja das Narrativ der Griechenlandrettung, so möchte ich es mal ausdrücken. Vor allen Dingen von der Bundesregierung, aber auch von den meisten Medien wird ja immer noch dieses Narrativ gepflegt. Der Grieche hätte sich zu viele Schulden aufgenommen, hätte dabei verantwortungslos gehandelt. Dann wurde er von anderen europäischen Ländern, allen voran Deutschland, gerettet. Und seitdem würden wir, die Deutschen, Griechenland Geld leihen, das wir dann natürlich auch zurückhaben wollen. Das ist so dieses Narrativ, bloß dieses Narrativ entspricht natürlich jetzt nicht der Wirklichkeit. In der Wirklichkeit sah es ein bisschen anders aus. Griechenland hatte in der Tat über Jahre hinweg viel zu leicht Geld bekommen von Banken, von Versicherungen, war dann am Vorabend der Euro-Krise mit stolzen 297 Milliarden Euro verschuldet, was 129% des damaligen Bruttoinlandsprodukts ausgemacht hat. Warum haben die Banken und Versicherungen Griechenland Geld geliehen? Nun ja, die Antwort ist relativ einfach. Die griechischen Staatsanleihen waren höher verzinst als deutsche Staatsanleihen oder als französische oder österreichische Staatsanleihen, die als relativ sicher gelten. Das heißt, die Banken haben ein höheres Risiko in Kauf genommen, um höhere Zinsgewinne zu erzielen. Nun, eine der goldenen Regeln der Finanzwirtschaft ist es, dass Zinsen und Risiko immer Hand in Hand gehen. Das heißt, wenn man die Chance auf höhere Zinsgewinne nutzen will, muss man dafür ein höheres Risiko eingehen. Das geht natürlich auch mit der Gefahr einher, dass unter Umständen der Schuldner das Geld nicht zurückzahlen kann und man dann halt einen Totalverlust oder einen Teilverlust erleidet. Hätten die Banken in diesem Falle, hätten sie diese Verluste verbuchen müssen, aus politischen Gründen, so Stichwort Einheit der Eurozone wurde das nicht gemacht. Damals wurde natürlich auch noch darüber gebankt, dass sich, wenn es denn einen realen Zahlungsausfall für die Banken geben könnte in Griechenland, dass sich das Stichwort Domino-Theorie auf andere Euro-Staaten wie eine Panik ausbreitet, dass die Länder wie Italien oder Spanien oder Portugal dann auch in den Sog mit reingerissen werden. Und natürlich, klar, wir wissen das damals aus der Finanzkrise, von der Bankenrettung, dass die Banken plötzlich mit ihren Sicherheitspolstern nicht mehr auskommen, allen voran die deutschen und französischen, die bei Griechenland übrigens die maßgeblichen Gläubiger waren, deutsche und französische Banken. Und natürlich hatte man auch im Sinn gehabt, so ganz im Sinn von Naomi Klein und ihrer Schockstrategie, sehr gutes Buch übrigens, kann ich nur wärmstens empfehlen, die Krise dafür zu nutzen, in Griechenland die ganzen neoliberalen Reformen zu implementieren, was ja auch gelungen ist. Im Rahmen dieser Rettung wurde eine gigantische Umschuldung schon vorgenommen. Vor der Krise war Griechenland zu 100% bei
privaten, im Privatsektor, also bei Banken und Versicherungen und Hedgefonds verschuldet. Heute ist Griechenland zu fast 90% beim öffentlichen Sektor verschuldet. Das sind die Staaten der Eurozone, das ist der IWF, das ist die EZB. Die restlichen 10% sind hauptsächlich griechische Banken, die wiederum über die EFSF-Anleihen und über EZB-Sicherheiten letztendlich auch vom öffentlichen Sektor garantiert werden. Was da jetzt noch an wirklich privaten Schulden überbleibt, das ist sehr wenig. Meines Wissens sind so um die 5 Milliarden, die allerdings nach britischem, das betrifft Papiere, die nach britischem Recht ausgegeben wurden. Und bei einer möglichen Umschuldung oder einer wahrscheinlichen Umschuldung, die kommen wird, ohnehin nicht teilnehmen wird. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn Griechenland, wovon auszugehen ist, entweder bereits in kurzer Zeit oder später eingestehen muss, dass es die Schulden nicht zurückzahlen kann. Das behauptet ja auch die Syriza-Regierung ganz offen. Und kein internationaler Experte bezweifelt das ernsthaft, dass es so kommen wird. Dann muss natürlich, Stichwort Schuldenschnitt, müssen die Gläubiger einen Teil ihrer Forderungen abschreiben. So, da lohnt es sich mal auf die Gläubiger zu schauen. Wer ist das? Das ist erstmal der IWF. Beim IWF gelten seltsame Sonderregeln. Immer wenn der IWF Geld leiht, dann macht er das nur unter besonderen Bedingungen. Die Fachsprache heißt dafür Super Senior. Das ist die Klausel, die der IWF sich reinschreiben lässt. Was auf gut Deutsch heißt, dass der IWF de facto nicht an einer Umschuldung teilnimmt. Die Einzelheiten erspare ich Ihnen da jetzt mal. Der zweite große Gläubiger ist die EZB. Und da ist es eine interessante Sache. Denn laut des EZB-Statut und auch der Verträge von Maastricht darf die EZB Staaten nicht finanzieren. Diese Schwelle hat sie jetzt wahrscheinlich schon überschritten. Und sollte die EZB dann auch noch freiwillig im Rahmen eines Schuldenschnitts auf ihre Forderungen gegenüber Griechenland verzichten, wäre das sicherlich ein solcher Fall, der rein rechtlich nicht mehr haltbar ist. Hätte man zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist es, die EZB irgendwie besser zu stellen, dass sie nicht am Schuldenschnitt teilnimmt. Verfassungsrechtlich sicherlich einwandfrei. Hat halt bloß den Nachteil, zu dem ich gleich kommen werde. Möglichkeit 2 wäre allerdings auch, dieses ganze EZB-Statut neu zu verhandeln. Dann könnte die EZB ohne Probleme faule Forderungen abschreiben. Der Steuerzahler müsste nicht dafür bezahlen. Hat halt bloß, wie gesagt, den Nachteil, dass dazu die EZB-Verträge neu ausgehandelt werden müssen. Und so überzeugt neoliberale Länder wie Deutschland, wie die Niederlande, wie Finnland würden sicherlich einem solchen EZB-Statut nicht zustimmen. Also sprich, das ist leider momentan relativ wenig wahrscheinlich. Der größte Gläubiger Griechenlands und nach dem, was ich gerade eben geführt habe, auch der einzige Gläubiger Griechenlands, der überhaupt in einem solchen Schuldenschnitt teilnehmen wird, sind dann die Euro-Staaten. Einmal sichern sie diese EFSF- und ESM-Anleihen ab und dann gibt es natürlich noch die bilateralen Kredite, die auch abgeschrieben werden könnten. Das heißt, wenn Griechenland tatsächlich einen kompletten Schuldenschnitt machen würde, dann wäre der deutsche Staat mit 60 Milliarden, wenn man die indirekten Absicherungen hinzuzählt, sogar mit 70 Milliarden mit dabei. Das heißt, das sind Gelder, die er momentan garantiert, die er dann als Sicherheit stellen müsste. Das wäre also Geld, das in der Tat vom deutschen Staatshaushalt aufgebracht werden müsste, ganz real. Was natürlich ein großes Problem ist. So, warum wird das so selten thematisiert und warum wird es auch nicht skandalisiert? Ich meine, solche Sachen könnte man ja auch mal skandalisieren. Punkt ist ganz einfach, dann müsste man sich natürlich die Frage stellen, warum muss jetzt der Steuerzahler für diese Verluste haften und wer war eigentlich derjenige, der profitiert hat? Nun ja, derjenige, der profitiert hat, ist klar, das waren auf gar keinen Fall die Griechen, das waren die Banken. Die Banken haben, wie gesagt, einem etwas riskanteren Schuldner zu höheren Zinsen Geld geliehen und haben sich dann vor dem Risiko gedrückt, als der Risikofall eingetreten ist. Und wurden von Angela Merkel und Co. Rausgeboxt mit Steuergeldern. Und jetzt, wo der
schon immer absehbarer Fall eintreten wird, dass Griechenland diese Schulden nicht zurückbezahlt, bleibt natürlich der Steuerzahler auf diesen Verlusten hängen. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum das in der Politik und auch in den Medien nicht wirklich skandalisiert wird. Es wäre natürlich tragisch, das ist klar, vor allen Dingen ungerechtfertigt, da die Profiteure die Banken bzw. deren Eigentümer sind, wenn Deutschland jetzt wirklich eine derart hohe Summe aus Steuergeldern begleichen müsste. Aber das ist natürlich auch eine Geschichte, bei der man die Rückseite der Münze mal betrachten muss. Denn in der Tat hat Deutschland auch massiv von der Eurokrise profitiert, vor allen Dingen das Finanzministerium. Das wird natürlich, ist klar, von den Regierungsparteien immer gerne in Abrede gestellt, da man ja auch stolz ist auf die schwarze Null und so weiter. Zu Unrecht, aber egal. Ich spiele Ihnen jetzt mal einen kleinen Ausschnitt aus der gestrigen Talkshow Maybrit Illner ein, wo der Herr Söder aus Bayern immer ganz typisch für die politische Klasse zu diesem Thema Stellung nimmt. Nullzinsen sich Geld leihen kann, wissen wir das auch. Das hat aber nichts mit Griechenland zu tun. Das hat mit der Frage zu tun, was die EZB macht. Genau. Das hat nichts mit Athen zu tun. Also von Athen oder nichts. Das heißt, Deutschland hat... Ja, und gerade was Herr Söder sagt, ist natürlich falsch. Nach neuesten Angaben der Bundesbank hat Deutschland durch diese niedrigen Zinsen, die es auf seine Staatsanleihen bezahlen muss, immerhin 152,4 Milliarden Euro gespart seit Beginn der Euro-Krise. Das ist also eine ganz gewaltige Zahl. Ist klar, früher musste Deutschland, wenn es sich verschuldet hat an den Märkten, also Staatsanleihen ausgegeben hat, um die 4% bezahlen. Heute ist es nur noch um 1%. Und da profitiert ein Staat, der auch so verschuldet ist wie die Bundesrepublik, natürlich massiv von, ist nicht nur der Bund, das sind auch die Länder, die davon profitieren, aber das sind Feinheiten, die ich jetzt mal rauslasse. Das heißt, also selbst wenn uns jetzt diese im Extremfall 60 Milliarden Zahlung erwarten sollte, dann hat die Bundesrepublik, also die Bundesregierung, unter dem Strich immer noch durch diese massiven Vorteile, durch den niedrigen Zins, immer noch Vorteile aus dieser ganzen Euro-Krise gezogen, was natürlich ein weiterer Punkt ist, den man mal ernsthaft überdenken sollte, ob diese Gewinne, die Deutschland durch die Euro-Krise erzielt, nicht eine gewisse moralische Rechtfertigung auch sind, dass Deutschland den Opfern der Euro-Krise, allen voran Griechenland, ein bisschen stärker unter die Arme greift. Diese Debatte wird nicht geführt. Ja, das war also jetzt noch ein bisschen was zum Hintergrund. Ich hoffe, ich konnte Ihre Frage befriedigend beantworten. Und wenn auch Sie Fragen an die Nachdenkseiten haben, dann schreiben Sie einfach an fragen@nachdenkseiten.de und vielleicht geht es dann in der nächsten Folge um Ihre Frage. Ja, bis dahin verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis dann, Ihr Jens Berger.